einen Sender? Sie denken an alles. Nicht an alles. Niemand ist perfekt. Aber Ori ist in Sicherheit. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Nein, haben Sie nicht. Ihre Schwester ist bei mir sicher. Gut. Ich wünschte nur, ich... Miranda. Miranda. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Los, Vaters. Los, Juliana. Wir bringen sie weg von hier. Das ist natürlich nicht so geil. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja. Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut. Damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Für die Information wurden große Opfer gebracht. Ich werde die Rechnung begleichen. Wir vernichten Cerberus und dann sind die Reaper dran. Verstanden. Hackett, Ende. Ja, das lief doch halbwegs gut, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mich fragt, war der Preis immer noch viel zu hoch. Bereitschaftswertung. Minimum. Und wir sind fast hier. Das ist echt. Tja. Da fehlt aber noch ein bisschen was, ne? Um so richtig gut zu enden. Ich weiß nicht, ob wir das alles hinkriegen, aber bisher sieht es schon echt gut aus. Was sind das für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen? Dieselben, die sich von Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. In der Lounge? Wo ist die Lounge? Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen's nur noch nicht. Wenn Ihre Basis nur noch Asche ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Danke. Kein Problem, ich habe sowieso noch eine Rechnung mit denen offen. So, wir machen jetzt hier mal gerade so ein bisschen Waffencheck. Wo waren wir denn? Ich wollte das Harpunengewehr testen. Ich hab's allerdings vermasselt. Das Ding aufzuwerten. So. Dann haben wir das. Ich glaube, das sind alles Schrotflinten, ne? Oder was ist das gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Und davon richtig viel. Warte mal. Wo war das jetzt? Dieses... Oh, wie hieß es noch? Irgendwas mit L. L. Locust. Genau. Das sah mir äußerst attraktiv aus. Das will ich haben. Das will ich testen. Locust. So. Jetzt bauen wir mal ein bisschen um hier. Locust. Verringert Gewicht. Erhöht Projektile im Magazin. Erhöht Schaden. Den Schaden nehme ich auf jeden Fall mit. Wartet mal, ich guck mal gerade. Dann baue ich hier mal gerade so ein bisschen um.
Was nehmen wir denn? Wisst ihr was, wir bleiben erstmal bei der heute. Dann schnappen wir uns hier jetzt mal die Harpune, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten. So. Und da das Gewicht passt, werden wir jetzt noch irgendwas anderes. Gewicht brauche ich jetzt nicht mehr. Projektile pro Munition. Erhöht Schaden habe ich schon. Nicht zu verbrauchen. Das könnten wir vielleicht... Komm, weiß nicht, nehmen wir. Ah, nehmen wir doch mit. Man muss ja nicht immer nur auf Full Damage gehen, oder? So. Crew Deck. Jetzt müssen wir mal Lounge. Oh, oh. Eieieiei. Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und... Leider ist sie nicht hier. Tali... Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Ich mochte sie nie. Was für ein Miststück. Aber ich hatte Respekt. Das ist manchmal besser als Sympathie. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Ah. Was? Ah. Sie klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater sind es auch ein Stück weit, sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern, sondern führen ein eigenes Leben? Tja, Eltern sind immer ein Teil davon. Naja, bis man sie irgendwann nicht mehr hat. Was ich keinem wünsche. So schnell. Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Ja. Ich trinke mit meinem Freund. Meinem Menschenfreund. Mein Vater hätte sie gehasst. Na dann, auf ihn. Und auf Miranda. Ruhe in Frieden, du genetisch perfekte Cerberus Cheerleader Boschtet. Kila Silai. Eieieiei. Tja, ich glaube, ihr geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Vielleicht. Eventuell. Vielleicht sagen die anderen ja auch was, man kann ja mal gucken. Sag das nochmal. Die Population des Kolonieplaneten Tyvor wurde getötet. Das verstehe ich nicht. Die Reaper entführen die Leute doch sonst lebend. Es geschah aus eigenem Antrieb. Als die Invasion der Reaper begann, haben die Kolonisten von Tyvor Nuklearwaffen in ihren Städten gezündet. Bei der Göttin. Ihr Tod trat sofort ein, Doktor. Danke, Cliff. Das wäre alles. Bei Atomwaffen einen sofortigen Tod zu erleiden, ist nicht gerade, wie soll man sagen, verwunderlich? Ich wünschte, wir hätten Miranda retten können, Shepard. Sie mag zwar für Cerberus gearbeitet haben, aber sie hat das Richtige getan. Hoffentlich hat sie jetzt etwas Frieden gefunden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tja, was machen wir jetzt? Wisst ihr, ich könnte eigentlich... Ist das jetzt schon das Endgame, wenn ich zu Cerberus-Ding gehe? Dann glaubt der Unbekannte also wirklich, dass er die Reaper kontrollieren kann? Husks sind eine Sache, aber eine ganze Flotte. Der Mann ist wahnsinnig. Das musst du mir nicht sagen.
Wir haben uns nicht umsonst getrennt. Aber ich hätte ihm dieses Schiff von den Kollektoren nie überlassen sollen. Das war ein Fehler. Das bereue ich bis heute, liebe Freunde. Ich bereue es bis heute. Ach, juck, juck, juck. Wir waren lang nicht mehr vorne bei Edie und Joker. Vielleicht, nur vielleicht hat sich da ein bisschen was gebessert. Auf ein gutes Happy End warte ich schon gar nicht mehr. Das habe ich ja schon zweimal verhauen. Joker, Sie wollten doch Neuigkeiten über diese Menschenkolonie erfahren. Tiptree? Hey, Liara. Darum brauchen Sie sich jetzt aber nicht zu kümmern. Jetzt oder irgendwann anders, ist doch ganz egal. Ich empfange Berichte, dass Flüchtlingsschiffe von Tiptree auf Kolonien der Salarianer gelandet sind. Keine Namenslisten, tut mir leid. Es waren hauptsächlich Kinder. Also Gunny, Hillary, meine Schwester. Gunny ist ein Spitzname, den hat sie schon seit... Sie ist erst 15. Wenn es also Kinder sind, dann habe ich vielleicht nur meinen Vater verloren. Bin ein Arschloch auf sowas zu. Die Hoffnung sollten Sie als letztes aufgeben, Jeff. Ganz egal welche. Danke. Sie auch. So. Miranda. Ja. Scheiße, wie viele müssen wir noch verlieren? Alle auf der Erde? Morden? Zane? Legion? Und jetzt Miranda. Wie viele Freunde haben wir noch? Man kämpfen nur noch sie und ich gegen die gesamte Reaper-Flotte. Wir werden es schaffen. Wenn's denn sein muss. Es gibt Schlimmeres. Ja, sicher. Wir werden alle los, damit die Reaper überhaupt eine Chance haben. Halten Sie durch. Sie auch, Commander. Halt bloß durch, mein Freund. Hallo, Shepard. Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür. Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Okay. Leben ist mehr als Überleben. Jeder kämpft anders. Leben ist mehr als Überleben. Es geht nicht nur ums Überleben. Manchmal muss man für etwas einstehen. Aber es gab keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie sind gescheitert. Und niemand konnte fliehen. Dann ist Unterwerfung also besser als Auslöschung? Meine Primärfunktion ist Schutz und Verteidigung. Nein. Ich sehe das anders. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Das freut mich doch zu hören. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Edie. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod. Willkommen in der Crew, Edie. Na, wie war's? Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Ach Mann, ich ärgere mich so, dass ich das da mit den zwei Dingern da versaut habe. Oder mit dem einen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe mich genug darüber. Ja. Reden wir nicht mehr drüber. Galama und so. So. Was geht? Hui. Ach du Scheiße, wie viele Dinge haben wir denn jetzt hier? Basis des Unbekannten angreifen. Jetzt ist die Frage, habe ich Bock da drauf?
Cerberus so richtig eine zu geben.